Hallo, ich bin Pip Sterling und heute ich bin auf ein Käfer treffen. Der hat hier 1,6 Liter mit 131 PS. Und wie schnell ist die Motor? Wie schnell auf der Bahn? Die geht gut 200. Ein Wolf im Schafspelz halt. Eine Wolf? Im Schafspelz. Das heißt, von außen sieht das aus wie ein ganz normales Auto. Jeder vielleicht an der Ampel denkt, ach komm, den überhole ich schnell, bis es dann grün wird. Das Feeling ist bei dem Auto zum Beispiel allein schon Steuernversicherung bei dem Auto, weil das Auto hat einen geregelten G-Kart. Das ist ein Katze? Ein Kat, G-Kat. Ein Kat, eine Katze? Nein, keine Katze, ein Kat. Was ist ein Kat? Kat ist Kat, aber das ist G-Kat. Ich habe nicht verstanden. Abgas geregelt. Wie viele Elephants es geht in einen VW-Käfer? 4. 2 vorne, 2 hinten. Warum ein alter Käfer? Das ist ein alter Käfer. Das Käfer, das ist das Auto. Das ist das Kultfahrzeug in Deutschland. Einfach weltweit und in Deutschland eigentlich überall. Das Auto ist Kult. Käfer ist Kult. Käfer bin ich groß geworden, im Käfer, am Käfer. 1960 habe ich geschraubt an den Käfern, bis heute. In England, wir sagen, the dicker the auto, the kleiner the balls. Ne, würde ich nicht sagen, das hat ja damit nichts zu tun. Das ist ja vom Charakter her, was man so an Wünsche hat, vom Auto her. Und das hat ja nichts mit einer Frau zu tun. Aha. Die meckern zwar immer rum, dass man immer so viel schraubt an Autos, aber geht schon eigentlich. Muss man die Frau finden, die das mitmacht. Ne? Besser wie ein Porsche fahren, weil ein Porsche hat ja jeder. Da sieht man schon auch die Leistung, ne? Und die Schönheit. Und wenn man dann so ein Auto hat, sieht man die Schönheit und dann noch die Leistung. Das macht halt Spaß. Ne? Und das ist besser als Sex? Würde ich nicht sagen. Das ist auch genauso schön. Ich weiß, wo es sich fühlt am besten an. So, heute, ich habe gelernt, in Deutschland, es ist nicht wichtig, was ist außen. Es ist wichtig, was ist unter die Haube.